Oh Mist. YouTube, Entschuldigung. Im Livestream haben wir es gesehen. Ich habe eine Weste geloot und zwar die dicke. Die zweite. Nein. Ja, leider habe ich die Aufnahme zu spät gestartet. Schande über mein Haupt. Aber im Livestream ist es drin. Für YouTube. Die Weste war tatsächlich hier vorne in dem Container drin. Unglaublich, dass ich Westen looten kann. Keine Ahnung, was mit mir los ist. Ist wie verhext. Okay, du nimmst, ich knack die Schlösser, du nimmst alles andere mit hier. Ach so, okay. Warte, ich komme wieder runter. Ja, oben kannst du auch schon mal, also kannst oben und hier unten alles looten. Ich mache nur die Schränke praktisch. Ein Gummiband. Okay, der erste war schon mal leer. Bonbons. Okay. Und ich hoffe, du hast Platz. Okay. M1891er Gewehr. Okay, wir haben was getriggert. Das ist tatsächlich relativ schlecht. 30 nur 6er ganz viel. Nett. Oh, wir haben eine Horde. Ist das eine Horde? Oh, oh. Was kann. Hä? Wie haben die uns gefunden? Ich meine, gut, der große Vorteil ist, wir sind hier oben ja relativ sicher. Ja, wir sind sicher, aber. Das hä? Problem ist, dass ich bin auch gerade zur Seite geklitscht. Oh Gott! Oh. Was machst du da? Lass zur das. Seite klitschen. Lass das. Das ist schlecht, wenn man gerade auf einen Millimeter arbeiten muss. What the hell? Machst mich nervös. Boah. Alter. Lass das. Böser Charakter. Aber wie haben die uns gehört? Das muss ja auch ein bisschen buggy sein. Oder es war wieder irgendeiner von denen, die direkt getriggert sind und die haben alles mitgezogen, was geht. Ja, das kann auch sein. Geil, die sind so exakt, ohne mir das wieder nicht draufballern kann. Okay, es sind viele. Oh ja, ich seh's. Haben schon Pfeile im Kopf stecken. Oh, daneben. Der einzige Vorteil ist, durch dieses Holzdöns kannst du durchschießen. Aber allerdings, wenn ich jetzt ein paar Millimeter nach links und rechts backe, ist das recht kacke, ehrlich gesagt. So, höre ich hier oben ein. Kommt noch mehr. What the hell? Okay. Sehr strange. Ja, und der Server backt auch gerade rum. Ah, super. Warte mal, ich stelle mir mal ein bisschen weiter raus. Vielleicht kommen die zu mir. Oder wir können zumindest unterschiedlich schießen. Ja, das war der Grund, weswegen ich hier dann zur Seite gegangen. Okay, da kommen noch drei. Oh Gott. Die kommen alle aus der Fabrik. Warum? Es macht ja, wenn es Sinn machen würde, okay, aber es macht ja nicht mal Sinn. Ich meine, das Gute ist halt natürlich, dafür ist... Natürlich, es ist vier Pfeile. Alter. Ja, ich... Oh, schade, das ist unnötig. Da kommt noch einer. Okay. Da stehen alle unter mir rum. Okay, kriegst du den? Ja, meine Güte. Okay. Ah, da kommt der nächste. Ja, die kommen alle aus der Fabrik. Mach mal folgendes. Bleib erstmal noch so stehen. Wenn der gleich weg ist, gehst du schnell runter, sammelst die Pfeile ein. Ich sag dir, wenn einer kommt. Okay. Die sind aber eh irgendwie auf mich scharf. Keine Ahnung. Die mögen mich. Ey! Auf zu hüpfen. Ja, du schießt so, wenn er mag trotzdem mich. Ich bin beliebt. Ja. Mann, hier hast du mir die Fleischkette in der Pause hinten reingesteckt, oder was? Hey, ja. Der Chat hat nichts verraten. Ja. Also gerade kommt keiner. Mhm. Ich melde mich. 125 Punkte. Na mein. Weil ich habe tatsächlich, ich habe nur 8 Pfeile. Dürfte auch nicht mehr allzu viele haben.
Gott, voll das Pfeilfest hier unten. Ja. Nee, ich glaube, wir haben's. Aber ich warte noch, bis du fertig bist. Nur gucken. Zumindest muss jetzt das Fabrikgebäude da leer sein. Ja, habe ich mir auch gedacht. Kann man fast mal reinschielen. Hast du alle? Ich sehe jetzt hier zumindest gerade keine mehr. Okay. Ja, wir können da nochmal gucken. Komm mal wieder auf eine sichere Position, dann gehe ich wieder hoch. Ich war noch nicht fertig. Also ich befürchte, einige der Pfeile werden auch despawned sein. Ja, ist halt so, aber ist ja egal. Ich meine, wir haben Kohle. Hast du das Gewehr hier schon eingesammelt eigentlich? Oder ist es despawned? Ja, aber ich... Nee, ah, okay. Ich hab's eingesammelt. Die... Achso, warte mal, den Loot wollte ich dir ja lassen. Warte mal, die Legolas-Schuhe nehmen wir mit. Das... Halt! Gib mal... genau, gib mir mal bitte mal Pfeile. Ja, reicht, danke. Okay. So. Ich guck mal. Oh, ja, genau. Oben haben wir nämlich noch was zum Knacken. Also, wie gesagt, ich mach alles, was zum Knacken ist. Du den ganzen Rest. Guck mal, wann die nächsten kommen. Ich brauch noch eine Motorradmaske. Aber bis jetzt, der Loot hält sich in Grenzen hier. Olle Walfi. Meine, die Sniper, okay, aber ist jetzt auch die schlechteste. Bisschen Muni habe ich rausgezogen. Bolzen brauchen wir nicht, oder? Nee, die sind vor allem, du kriegst 0 Dollar. Hm, okay. Okay, tatsächlich, also lootmäßig, okay, das war's. Traurig. So, bitte jetzt nicht ins Wasser glitschen. Aber das mit dem, dass ich auch noch grund, also seitlich geglitscht bin, holla die Waldfee. Warnung von Martin, wenn du jetzt stirbst, überholt er dich mit den Ruhepunkten. Was? Ich sterbe nicht. Wo sind wir denn gerade? 125 zu... Ne, ich verliere 25... Ja gut, ich verliere... Dann sind wir gleich. Ich sollte 25 verlieren. Ja, wobei ein bisschen mehr. 26, 27 müsste ich verlieren. Okay, Bunny. Sollte das nochmal passieren, versuchen wir übrigens... Ich würde tatsächlich versuchen, Leiter rauszulaufen. Oder Leiter hoch, was näher ist. Auf jeden Fall Safety first. Wenn wir hier auf die Paletten springen, muss es gehen, glaube ich. Boah. Autsch. Okay, warte mal. Oh, wir haben Sprenger. Blutung C1 am Fuß. Ja, da kommen welche. Guck, dass du hochkommst oder so. Ich bleib oben. Hier. Okay. Ich weiß noch nicht, was ich mache. Im Moment ist nur einer. Ja, da hinten tockelt ein zweiter. Und wir haben Sprenger in der Fabrik auf jeden Fall. Ja. In da drin ist ein... Lass das mal. Okay. Lass den Torkelnden torkeln. Solange du nicht getriggert, ist alles gut. Komm mal, versuch... Jetzt ist er getriggert. Ach, kommt noch ein zweiter. Komm mal zu... Oh, ey! Soll ich zu dir kommen? Ja, komm mal zu mir. Boah, es ruckelt auch wie Hölle hier. Ja, da kommen noch mehr. Komm mal zu mir. Also beeil dich. Und dann lass hier rüber. Und lass raus. Lauf nicht maximale Geschwindigkeit. So, jetzt müssen wir eh lang. Alter, es ruckelt hier auch. Das ist absolut bekloppt. Okay, wir müssen um den Zaun trotzdem rum. Bist du drüber? Wenn du durch bist, sagst du? Okay, ah ja, hier oben ein Fenster. Bist du durch? Dann Bein in die Hand. Boah, ruckelt. Alter! Oh ja. Boah! Hui! Okay, das ist unangenehm. Spaß. Oh Gott, Alter! Oh. Was zur Hölle? Das sah gut aus. Okay. Das ist ein bisschen risky, ehrlich gesagt. Ja, vor allen Dingen, Gott sei Dank, ist das in die linke Richtung passiert, nicht in die rechte. Ja gut, hier geht's. Also am Strand komme ich wieder hoch. Da kannst du rauslaufen. Das wäre sogar gegangen, aber holla die Waldfee. Achso, warte mal. Du kannst in der Behaltenkiste ist die kugelsichere Weste. Zieh ruhig die an, die von mir. Gott, die Stimme ist... In welcher? In der Behalten? In der Behaltenkiste. Da drin. Hey, die hat ja gar keine Taschenplatz. Boah, aber das ist. Also, wenn das so weitergeht, haben wir ein Problem. Holla die Walfe. Mhm.
Action ist nicht geil. Erschöpfung C1, Blutung C1. Habe ich nicht irgendwo? Ja, irgendwo eine Antibiotika gelootet. Achso, warte. Ah, ich hab's schon. Okay. Mal prophylaktisch eine reinschmeißen. Ja, Martin sagt, die Serverlecks sind seit dem Vibe nicht mehr so selten. Ja, also so schlimm wie gerade hatte ich's noch nie. Tatsächlich. Bist du fertig, Vanni? Ja. Okay. Dann einpacken. Dann fahren wir einmal weiter. Warte mal. Steig mal bei mir ein. Lass mal dein Motorrad hier stehen. Wir holen das dann eh wieder ab. Dann, ich pack's nur eben kurz zur Seite. Ja. Ist nur ab und zu. Aber ist halt ungünstig bei solchen Situationen gerade. Also irgendwie komischer Spawnpunkt. Plus kichernder Puppet. Äffchen. Plus, ich muss auf einen Millimeter genau an einem Zaun vorbei. Es gibt plus bessere Situationen. Plus mal eben kurz Glitch von 3 Meter zur Seite. Ja, es gibt schönere Situationen, einen Glitch zu haben. Definitiv. Zumindest viel schlechter ging nicht. Na doch, du hättest komplett ins Wasser fallen können. Ja, gut, ja, stimmt. Warte mal, hier ist die Tür zu. Genau, hier ist die Tür zu. Ja, die Halle nehmen wir nicht mit. Wir müssen nicht alles mitnehmen. So. Wenn wir die alle noch mitgehen, dann vorne noch rein. Wir nehmen den oberen Hauptraum auch noch mit. Würde ich tatsächlich sagen. Aber da wird es dann auch mal richtig gefährlich. Das wird nochmal interessant. So, wie sieht es eigentlich waffenmäßig aus? Geschossen. Ne, wir haben ja gerade eigentlich nur mit Pfeil und Bogen. Ja, so ziemlich. War die stürmt schon mal vor. Okay. Ich mach wieder die. Nimmst du alles andere mit? Ich mach die Schränkchen. Ja, ich gebe mein Bestes. Den Raum bei den Schränkchen lude ich noch. Dann musst du nicht den Rest machen. Ein Schloss, geil. Ein Cracker! Yay, nur einer? Teil ihn dir gut ein. Ja. Ein Bajonett. Eine Spitfire-Jacke. Kohle sagt ja genau. Eine AKU, 76%. Oh, guck mal, die ist besser wie die ich habe. Okay. Ja, können wir zum Reparieren nehmen. Nice. Okay, meine roten Schraubendreher sind leer. Kommen die gelben. Ah, bisschen Muni. Hier würde Loot schon besser. Oh, yes. Money, eine AS-Wall. Können wir gleich mal testen, ob da der Silencer funktioniert. Ich glaube, Magazin haben wir sogar für die zu Hause liegen. Ich kann es jetzt nicht genau sagen, aber mit etwas Glück haben wir es. Komm, gib mir eine MK18. Noch eine Wall, okay. Okay. Da wankt es. Lauf ruhig ein bisschen gemächlicherer Schritt, dann ziehen wir nicht so viel. Ja. Oh, eine 200er. Loote du da hier links, ich loote rechts lang. Okay. Ah, 2 Wallen, nicht schlecht. Ja. Entdecker. Ne, Erkunder. Entschuldigung. Erkunder? Ach so, das Messerchen. Scout. Ja, okay. Oh, ein RPK-Magazin. RPK? Ja. Das ist RPK. Hier, das große, das Trommel. Das Trommelmagazin. Ja, das. Ach, das! Ah, cool! Und die RPK haben wir zu Hause. Ja. Ja, hat sich gelohnt. Also hier 2 Wallen, eine AK,
Nett. Sogar AS-Wahl-Munition gleich mitgelootet. Ist schön. Aber wir haben draußen, glaube ich, auf jeden Fall Spawn. Ja, ja, da wankte gerade schon einer vorbei. Ich weiß nicht, ich glaube, da oben sieht wieder Sentry. Wenn ich da oben jetzt rumturn. Ich turn mal da oben rum. Ja, da ist er schon. Der Sentry nicht, aber alles andere hatte ich gesehen. Na, anscheinend. Hast du die, Was zur Hölle? Was? Die ist vor mir hochgesprungen, dass ich sie nicht treffen. Was zur... Okay. Was war das denn? Alter. Das war der Move des Jahrtausends. Was habe ich? Ich wollte fragen, ob du hier die, die großen Kisten und so weiter gelootet hast. Ja. In dem Gebäudchen-Ding, ja. Kam gerade ein Puppet raus aus dem Gebäude, wo du drin bist. Das macht mir Sorgen. Ein Bionic können wir eigentlich mal behalten. Eine Bleiblatte mit 19 Auflagen habe ich auch noch gefunden. Sehr gut. Hier sind Tausender. So, jetzt habe ich noch 7 Aufladungen Schraubendreher. Jetzt gucken wir mal, was hier noch drin ist. So, hier sind noch 39 und noch ein Zweier. Haarklammern. Dietriche. So, warte, dann... Oh. Entschuldigung. Gesundheit. Danke. Möchtest du die... Matrix-Style, ja. Du hast hier auf jeden Fall noch einige Schraubendreher mit in der behalten. Ja. Also, ich glaube, wir haben noch irgendwas, irgendwie fast 100 Aufladungen, das reicht. Meinst du? Ja, das kommt schon hin. Achso, nee, ja. Warte noch. Kauf. Ich habe eine 200er Sicherung. Verkaufen. Verkaufen. Warte mal. Den hier rein, den hier rüber. Okay, dann gehen wir mal ins Gefährliche, oder? Jo. Let's go. Yeah. Here we go. So, das heißt jetzt aber maximal Taschen erstmal auch leer machen. Weil jetzt sind wir dann erstmal eine Weile da drin wieder. Guck mal. So, da hier vorne bereits Spawn normalerweise ist, fahren wir mal ein bisschen rüber noch. Gucken wir mal schnell die AK nochmal durchchecken. 29 von 30. Dann checken wir nochmal die Handfeuerwaffe. 12 von 15. Das sieht schon wieder mau aus. Das so 45 kann ich auch rausschmeißen. So, dann haben wir die Dietriche. Wir haben ein bisschen viel AK-Muni vielleicht sogar dabei. Dietriche habe ich dabei. Schraubendreher habe ich jetzt mehr als genug dabei. Ja, sollte an und für sich passen. Schraubendreher können wir alle nach unten legen. In die Weste. Ob ich die Carbon-Hunter mitnehmen soll. Lass die da. Das bringt nicht viel, das Ding. Das ist ja, eher für Range. Ja, und vor allen Dingen, die nimmt halt auch super viel Platz weg, ne? Ja, vor allem, wenn du einen Rückenslot noch frei hast, dann können wir da schon mal eine Langwaffe hinstecken. Eine große. Ja gut, aber da müsste ich entweder Katana oder Bogen hier lassen. Achso, nee, dann nimm beides mit. Aber du könntest notfalls das Katana dann, oder das Katana eigentlich in den Rucksack legen, notfalls, und eine dicke Waffe dahin packen. Ja, das stimmt, das kann... Könnte auch die AK notfalls klein machen. Ist der Vorteil an der U-Variante. Schön klein. Ich brauche ein Messerholster. Toll, jetzt ist meine Brille dreckig. Super. Oh. Ah, ist egal, geht schon. So, dann los weiter. So, ich nehme jetzt mal die AK. Die dürfte eigentlich egal sein, ob wir die... Na, wobei, die 9mm müsste eigentlich weniger Lärm machen. Aber wir gucken mal. Wenn eine Horde kommt, kommt eine Horde. Rettung. Hier sieht es allerdings schlecht aus. Ah, wir haben Spawn.
Da hast du fast eher die Chance, da drin durch irgendwo oben in Sicherheit zu bringen. Ja. Hä? Okay, wir stehen wieder auf. Ja, das hat der doch gerade vorhin drin auch gemacht. Hier links im Busch steht einer, Vorsicht. Und deswegen parke ich nicht hier. Okay, einmal um die Ecke. So, hier spawnen übrigens gerne Fahrzeuge. Tatsächlich hier vor uns praktisch. Okay. Da ist nix. Dann gucken wir doch mal. Da bin ich das letzte Mal draufgegangen da drin, wo ich in den Sprenger reingerannt bin. Warum machst du denn sowas? Ah, da sind sie schon wieder. Okay, das wird spaßig. Tatsächlich, wenn wir hier eine drinne Horde haben, versuche aus dem Fenster auch rauszukommen. Also hier, tatsächlich komplett rauszurennen. Das letzte Mal war mir irgendwie in der Toilette, das hat nicht funktioniert. Hier neben das Gebäude, auf dem schmalen Steg, da kommen die auch nicht hin. Stimmt, ja. Ja, aber durchs Fenster, die brauchen eine gewisse Zeit, bis sie durchs Fenster kommen tatsächlich. Okay, da sind schon einige. Da stand da. Der Dude. Okay. Es gibt Trigger, der eine. Aber nur er bis jetzt. Es ist eine Freche, dass ich 3 Schuss brauche in die Birne von ihm. Mal ganz kurz, ich habe nur das eine Magazin. Laden mal API, warum nicht? Babelaber, guten Abend. Abend. Okay. Dann geht's los. Pack mal Schleichgang rein. Achso, du kannst hier wieder nicht durch die Gitter durchschießen. Man kann nicht durch die Rohre durchschießen. Oder haben sie es gefixt? Kommt man nicht eigentlich auch. Das geht tatsächlich. Das geht nicht. Da kommt was. Zurück, 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 zurück. Auch mal richtig zurück. Das sind 2, 3. Achtung, hinter dir! Alles gut. Da kommen noch mehr. Einer noch. Da kommt noch einer. Ich glaube, wir haben eine Horde. Ja. Lass mal raus hier. Warte. Hier oben drauf. Ja, Horde. Mit Schrei. Geht zur Seite. Komm hier, komm her, komm her, komm her. Ja. Perfekt. Okay. Ja, ich war der Ego. Ego ist scheiße dafür. Cool, der ist im Wasser gestorben. Lass mal hier an der Seite entlang schleichen. Ist jetzt ungünstig. Habe ich dich getroffen? Guck mal, ob du nicht eine C2-Blume hast. Kann sein, dass ich getroffen habe. Das erste Mal. Nee, ist beides C1, beide schon in der Stadt. Okay, da habe ich den Pappe getroffen, Gott sei Dank. Ja, die C1 waren dann Schläge, die mich erwischen. Macht Sinn, dass Vanni schleicht, während Pipi schießt. Ja, wir schießen gesilenced. Also das macht tatsächlich, macht das erschreckenderweise Sinn. Mhm. So. 23 von 30. Na gut. Warte. Er wird jetzt hier hoffentlich nicht rauskommen und explodieren. Aber Horde mit Hordenschrei. Unglaublich. Stimmt. Dass man das noch erleben darf. Warte, ich lad mal eben kurz nach. Ja, es sind halt wieder auf uns getriggert. Ja, da kommen sie. Ah, und da vorne kann man irgendwo in Sicherheit.
Du kannst auf den roten Container, glaube ich, können wir drauf. Aber wir haben jetzt hier den Sprenger auch. Jetzt müssen wir vorsichtig sein. Ich schiebe mal ums Eck. Da steht einer. Direkt an der Tür. Und innen drin sind halt die Sprenger. Bleib du mal da. Auf den Container müsste ich hochkommen, glaube ich. Ja, wenn nicht, müsste ich mich durchschießen bis zur Leiter und hoffen, dass der Sentry nicht da ist. Ich glaube aber tatsächlich, auf den roten konnte man drauf. Ich glaube auch. Geh mal auf jeden Fall noch ein Stück. Geh noch mal ein Stück zurück. Oh. So, Moment. Warte, was ich machen könnte, wäre auf die andere Seite gehen und die Leute erstmal zu mir zu ziehen, oder? Naja, das kommt auch an, wenn die getriggert sind. Ich konnte doch gerade ja wunderschön rumgucken ums Eck. Die Frage ist, von den Pappen da ich ist kein Problem, nur der Sprenger ist das Problem. Na guck, Martin schreibt, ja, Paletten dahinter. Paletten dahinter, zum Hochgehen? Mhm. Aber dann kommen die hoch, das ist das Problem. Allerdings ich langsam. Glaube, na, ich glaube aber tatsächlich, du musst dich. Ist dann egal, über die ich probier's. Also. Okay, die sind nicht mehr getriggert auf uns. Warte, lass mich hoch. Danke, bis seichtiges Go. Okay, das passt. Ja, kommst nicht hoch. Ah, über die Paletten. Ah, die Paletten sind hoch, okay. Aber musst du aufpassen, das sieht dich aus dem Winkel tatsächlich der Sentry. Du kannst auch hier auf die Paletten vor dem Ding übrigens schon gehen. Da würden sie auch nicht hochkommen. Komm mal. Ich würde rennen, ja? Nee. Die sind nicht getriggert. Renn nicht. Ich halte die Tür. Lauf nur nicht in der... Jetzt ist auf dich getriggert. Lauf. Lauf, 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 lauf. Bin auf dem Paletten. Ein Schuss. Na geht doch. Moin. Komm ein bisschen weiter zu mir, weil da kann ich das Sentry um die... Also der hat tatsächlich eine Sicht zumindest. So ein Mini-Sicht, aber das reicht ihm ja schon. Wir haben es überlebt. Yay. So. Folgendes. Dann lassen wir das erstmal aus. Und gehen einfach direkt eins weiter. Da wollen wir nämlich rein. Da ist der Hauptblut drin. Dann zerlege ich aber schon mal schnell die Dietriche. Weil wir hier gerade Ruhe haben. Gucken wir mal weiter. Okay. Oh, die Schläge gingen auch gerade in die Weste rein. Oh ja, einwandfrei. Okay, warte mal, bleiben wir. Ja, also sieht uns nicht. Wir warten kurz den Laufweg ab. Hier ist kein. Also ich sehe kein Pappe. Wir können zur Leiter durchrennen. Ist die Frage, gehen wir. Ja, ich würde tatsächlich sagen, wir gehen gemeinsam. Ich würde jetzt aber kurz den Sentry abwarten, bis der vorbeigelaufen ist, weil keine Ahnung, wo der gerade steckt. Weil bist du die Leiter hoch, bist du auch einen Moment. Ja, ja, gut. Wenn du auf der Leiter bist, gibt's nur einen Weg und das ist nach oben. Richtig, aber wenn der währenddessen auf dich schießt, kommst du nicht so weit nach oben. Guck mal, da kommt einer rausgewankt da hinten. Du bist aber nicht der Sprenger, ne? Nee. Guck mal, er dreht sich um. Er zieht unverrichteter Dinge wieder ab. Auf euch habe ich keinen Bock. Und wo bleibt denn der Sentry? Zwei Sentries von da vorne. Ja, okay. Ich habe mal eine Frage, wieso ist Vanni nicht in rosa? Wenn ihr das rosa Ding anziehen würde, würdest du durchgehend schwitzen hier. Wir sind im Z-Biom, im heißesten Biom unterwegs. Oder heißesten ja. Abschnitt unterwegs. Wo ist das? Da ist der Sentry. Wir haben schon gefunden, aber dann müsste PP mich am laufenden Band wiederbeleben. Wegen Hitzschlag. Ja. Okay, theoretisch würde es jetzt gehen. Ich würde jetzt aber abwarten, bis er vorbeiläuft. Dann haben wir weitaus mehr Zeit. Oh, ich will es jetzt nicht hetzen. Bei 127 Ruhmpunkten verhalte ich mich ruhig. Die 150 sind in greifbarer Nähe. Stehen, guten Abend, Hallöchen. Lange nicht mehr gesehen. Und hallo überschaubarer Twitch-Chat. Oh, bei YouTube geht's. So, Sentry kommt. Sentry hält nochmal an. Dann dreht Sentry.
Ah, nee, geht direkt. Okay, dann runter. Mach mal nicht die schnellste Variante des Laufens. Moderates Gehen. Hier ist nämlich gerade keine Sau. Und dann hoch. Ah, da ist das Spawn. Aber jetzt gibt es eh kein Zurück mehr. Ja gut, der Spawn war klar, dass er kommt, oder? Ja, ja, aber die Frage ist, wo jetzt der Sprenger steht. Ob er dir gleich ins Gesicht lacht oder nicht. Theoretisch kann er nämlich auf dem Dach stehen. Da willst du ihn nicht stehen haben. Die meisten stehen aber... Achso, lauf mal hier so langsam, wie es geht übrigens. Normal stehen sie unten, aber theoretisch kann auch mal einer nämlich aufs Dach landen. Piep, 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 piep. So freundliche Begrüße. Lass gleich eins weiter hoch. Mhm. Das müsste noch gehen. Okay, er hat mich gesehen. Oh. Ist er, kletter noch hoch, ducken. Komm hoch, komm hoch, komm hoch und ducken. Okay. War nicht gleich looten. Okay, solange wir duck gehen, kann er uns nicht hitten. Aber wir haben jetzt nur das Problem. Das hört sich an, wie wenn einer oben ist. Weil ich mach uff. Okay, das ist schlecht. Ja, genau, deswegen ist das scheiße. Zurück, zurück, zurück. Ja, ja, ich bin hinter dir. Oh. War das der Sprenger? Ja, wenn du den Kopf schießt, explodiert er nicht. Musst du einen Kopf treffen. Ich werde jetzt einen Teufel tun. Egal was jetzt kommt, wir schießen auf die Tür. Weil der würde direkt so explodieren, der da lag. Aber hier draußen sollten wir safe sein. Außer die Tür passt nicht irgendwas. Aber wir hoffen mal, dass die Tür als Tür zählt. Bam. Okay, die Tür ist eine Tür. Da muss noch ein zweiter sein. Ja. Ich arbeite dran. Macht es? Geht es irgendwie übers Dach? Warte. Nicht. Okay. Gerade schlecht. Die Tür geht nämlich nicht zu. Hallöchen, wie auch immer das gerade ist. Komm rein und mach die Tür wieder zu. Okay. Okay. Halt, du hältst diese Tür. Welche Tür? Die Tür, wo du gerade zugemacht hast. Nicht, dass da was kommt. Und ich passe auf die hier ein bisschen auf. Und mach nebenbei jetzt hier die Dinger schnell auf. Der Rest unter uns kann uns egal sein. Militärischer Kompass. Aber es kann tatsächlich passieren, das hatte ich schon, dass hier oben dann einer irgendwas respawnt auf dem Dach und hier durch diese Tür kommt. Okay. Deswegen ist das mit Vorsicht zu genießen, oder sich was hochbackt. Gab's alles schon. Soll ich trotzdem mal gucken, ob ich Dinger hier gelootet krieg? Ja. Guck mal. Bam! Geschossen, oder ist das Ding von selber hochgegangen? Das ist von selber hochgegangen. Ohne MP5-Schienen und eine AKU. Schon wieder so eine riesen... Ja, die ist so lang. Langwaffe. Dieses Uraltgewehr. Ich habe auch Platz. Aber es ist trotzdem unhandlich. Alle die spawnen oder was ist jetzt los? So ruhig. Ich habe gerade auch gedacht, oh, haben sie uns aus den Augen verloren? VHS und ein Geigerzähler. Ui. Das dahin, das dahin, das dahin. Ah, shit. Das dahin, das dahin. Ich spiele jetzt schon wieder Tetris. So, Search. So, jetzt müsste dann aber die Respawn nämlich kommen. Guck mal hinter mir. Eine Claymore. Nett.
er die auf den Boden oder? Nee. Hier die Tür. Eine MP5. Wo hast du die jetzt hingepackt? Da unten hin. Jetzt musst du eh gleich was nehmen, wenn da noch was drin sein sollte. Ah, der Loot ist nicht schlecht. Holla, die Waffe. MG18, Freunde. Zwei haben wir noch. Verschlossen, ich habe keine Dietriche mehr. Ab. Okay, schade. Okay, kurz sammeln. Hast du hier oben alles gelootet jetzt? Die hinteren auch? Ja. Okay. Ja. Muni und Gummistiefel. Okay, die sind alle da unten. Lauf mal langsam, bitte. Nicht rennen, langsam laufen. So, und geduckt laufen und raus hier. Wichtig ist geduckt laufen, dass wir jetzt endlich nochmal anstupsen. Okay, er kommt gerade. Wir gehen jetzt dann gleich eins tiefer. Läuft der durch, oder? Er läuft gerade. Okay. Läuft so. Immer noch. Hoch. Leiter. Runter. Okay, der Sprung hätte vielleicht nicht sein müssen. Ducken. Dann to me. Oder vor an die Leiter. Also M1891, AK, VHS2. Eine Claymore, bisschen Muni. Nicht schlecht. So, Sentry kommt gerade. Wir warten, bis der nach hinten läuft. Also der läuft jetzt in den Gang. Und dann läuft er hinten und das nutzen wir. Wieso spawnst du nicht mehr auf dem Dach? Toll, jetzt hast du es gesagt. Wir müssen nur gleich mal gucken, wie es unter uns dann aussieht an der Treppe. Das stimmt. Piep, piep, piep. Der Sprenger hat dich lieb. So, wir müssen es, glaube ich, hören, wenn er vorbeirennt. Sentry? Die spawnen gleich für euch unter der Leiter. Das ist möglich. Ja, Sentry muss man eigentlich hören. Ja, er kommt. Ja, das höre ich, stimmt. Okay. Oh, Vorsicht, hinter dir. Ja, unten sind welche. Geh hoch, geh hoch, geh hoch. Gar nicht unten. Ach so. Ich wollte gucken, ob ich ihn erwische. Ja. Hast du den? Nee, er ist. Die laufen jetzt gerade alle rein. Ja, das Problem ist, weil ich so leider gehe. Sind die wieder hier vorne? Ah, der Sprenger könnte hilfreich sein. Kann ich? Hinter dir, auf Nacht. Hinter dir. Er steht wieder auf, oder? Nee. Wo kam der her? Von oben. Das kann passieren. Jetzt war hier der Sprenger gerade eigentlich astrein drin. Jetzt sind sie alle wieder verteilt. Okay. Vorsicht, Sentry, höre ich. Ah, da unten sind sie alle, okay. Folgendes. Du bleibst mal da, wo du bist. Ich versuche nochmal runterzukommen. Weil ich kann dann, wenn ich auf den Container komme beispielsweise, kann ich dir die wegschießen unten alle. Ja. Oh, das sollte auch ein paar erledigt haben. Komm. Okay, noch ist keiner unter mir. Ab einem gewissen Bereich kann ich ja springen, aber. Wobei, das hören sie dann wieder. Vorsicht, da rennt einer. Aber.
Erledigt. Okay, ich hab's. Ich hab jetzt gerade nur keine Peilung, wo der Sentry hin ist. Okay, die kommen jetzt alle zu mir. Beziehungsweise nach vorne. Du musst warten, der Sentry kommt jetzt dann gleich zu dir. Okay. Du bist in Sicherheit? Ja, ich bin in Sicherheit. Ja. Glaube ich zumindest. Der Sentry läuft gerade zurück. Ja, so mehr oder weniger in Sicherheit. Wieso stehst du noch? Okay. Ah, da hinten läuft gerade der Sentry, okay. Du, ich sag dir, wann du an die Leiter gehst und runter gehst. Ich munitioniere schnell nochmal nach. Dann schieße ich dir die einfach raus, notfalls. Ah, das ist 30.06. Also der Sentry ist auf jeden Fall gerade. Und dann läufst du zu mir und gehst die Kiste hoch. So, jetzt gehst du hoch auf die Leiter und runter. Sicher, dass der Sentry nicht kommt? Ja, komm. Ich vertrau mir. Ein Vertrauen können wir haben. Ach, komm schon. Kletter. So, kletter. Erstmal. Kletter. Ja, kletter, kletter. An der Leiter ist gerade keiner. So, oh, spring. Verdammt. Spring und renn zu mir. Komm hier hoch. Mhm. Exakt. Dann hier rum. Jo. Okay. Der bis dahin sind wir schon mal wieder. Der Sandy hat sich gerade so nah angehört. Tut mir leid. Alles gut. So, folgendes. Dann gehen wir erstmal, also jetzt schnurstracks ums Eck. Mhm. Und wir gehen los. So, dann Schleichgang. Wie viel Platz hast du noch? Ich habe noch fast den ganzen Rucksack leer. Okay. Gucken wir gleich mal. Dann gehen wir hier auch noch rein. Hm? Der Sprung sah aber elegant aus, gebe 8 von 10 dafür. Danke. Also für Wannis. Nee, ich glaube, das war sogar für deinen. Ja? Das stand da schon im Chat. Okay. Einmal hier hoch und rein und ducken. Dann würden wir erstmal aufteilen. Warte mal. Also, nimm mal das bitte. Und das. Und das. Muss mir hier was knacken? Eigentlich knackst du nichts. Ne, den Rest können wir dann eh gemeinsam looten. Ja, alles verstaut. Okay. Die Gummistiefel kann ich auch rausschmeißen. Vielleicht zur Not. Wenn, ja. Lass mal Bogen nehmen. Damit wir nicht gleich wieder den ganzen Raum triggern. Wobei es nicht an der Schusswaffe eigentlich lag. Es lag eher daran, dass wir uns gesehen haben. Aber hier ist gerade keine Sau. Gut, irgendwann muss es ja auch mal aufhören. Was sagst du? Sag ich. Okay, hinten in der Halle ist auf jeden Fall was. Ich gehe mal runter. Bleib du mal erst oben. Okay. Dass da nichts, dass da nichts respawnen kann da oben gleich nämlich. Mhm. Weil da ist das letzte Mal nämlich der der Sprenger im Gang gespawnt, was super toll war. Ja, gut. Hier war der Dauerspawner, ne? Ja. Vielleicht haben sie das gefixt. Weil das ist mir lieber, wenn das zumindest kontrolliert ist, bevor wir jetzt hier wieder einen Sprenger genau dastehen haben, wo du nicht vorbei kannst. Das war der Gandalf-Sprenger. Gute Nacht, Martin. Schlaf gut. Gute Nacht. Hinten in der Halle ist Spawn. Das hast du schon gesehen? Oder? Ja, habe ich. Ich habe das dritte Fernglas gerade gelootet. Oh, schön. Ja, wunderhübsch. Wunderhübsch. Okay, das habe ich schon mal. Ja, passt du einfach ein bisschen auf, dass mir keiner gegenrennt. Das ist schon mal super. So, das Wichtigste haben wir dann sowieso schon. Ein Pistolenholz, denn Leder. Das fliegt notfalls auch raus.
Das ist ja lustigerweise das letzte Mal gar keiner mehr gekauft. Das Ding. Hm. Ja gut, wenn du die taktischen Pistolenholster hast, ne? Hier ist keine Sau. Emma Eberkit und AS Wallmuni. Hey. Gut, dass wir AS Wall haben. AS Wall Magazin wäre noch geil. Hunter Magazin für die normale. Auch schön. Oh, hier ist einer. Ja, das war der, der auf der Treppe gewesen ist. Wahrscheinlich. 50 PMG Leuchtspur? 5? Ui. Was zur Hölle? Wie viel von dieser M81 Munition finde ich? Das ist ja der Wahnsinn. Oh, hier ist irgendwas. Ich erhöhe um ein Fernglas. Ja. Hab was gehört. Ah, das ist krass. Jetzt will ich eine M82 haben. Na toll, er hat sich gerade weggebackt. Super. Sein Ernst. Ach so. Vorsicht, hinter dir durch die, durch der Tür, durch, ach, durch der Tür. Mhm. Durch die Tür, Wanni. Draußen auf jeden Fall. Durch die Tür. Kann aber sein, dass er sich reinbackt. Hodor? Okay. Ja, sie glitschen halt nach wie vor auch durch die Wände, was semi toll ist. Ich höre schon wieder ein. Ah, da. Hä? Was soll das? War ein Headshot. Also ab und zu zweifle ich an den Puppets. Die haben teilweise das Sterben verlernt. Das ist unglaublich. M9-Taschenlampe. Die M9-Taschenlampen findest du momentan auch wie Sand am Meer. Ja. Lustigerweise diese Desert Eagle Red Dot Visiere, die du sonst immer wie Massen gefunden hast, habe ich gar keins bis jetzt. Nee, ein AS-Wahlmagazin. Ja, siehst du, da hast du deinen Wunsch. Oh. Oh, oh, hört sich nicht gut an. Na, es geht. Ich hab ja meine Pfeile wieder. M1911 Schiene. Und eine Gürteltasche. Jetzt werde ich ein bisschen gierig. Das ist meistens scheiße. Meistens keine gute Idee, sagst du? Nee. Soll ich runter und mit durch die Halle? Nee, nee, oder? Ich bin durch. Kannst okay. Oben bleiben. Ich bin praktisch fertig. Auch noch kein Respawn. Jetzt habe ich es gesagt, das war. Ich bin durch. Okay. Einmal die große Hafenrundfahrt. Pepe, du cheatest schon wieder. Warum? Weil ich sage, ich möchte das haben und ich kriege das. Das ist eine Gabe und kein Fluch. Hast du hier die Schränke schon gelootet? Ja. Oh, okay. Bist du eigentlich? Ja, Metalldraht, Wanni. Sind wir uns für ein Draht zu schade? Ja. Oh. In diesem Fall, ja. Oh, Wanni. So wird das nix. Ich wusste ja nicht, was du da noch alles findest. So wird das nix. Okay. Nehmen wir noch die hintere. Hast du noch Platz? Jo. MP5 war ja auch noch gelootet, stimmt. Die liegt ganz unten in der Tasche. Dann lass noch rüber gehen. Wobei, jetzt müssen wir ein bisschen... Mal gucken, wenn es nicht möglich ist, Fluchtweg über den Strand. Okay. Kann nämlich sein, dass gleich spawnen und dann stehen wir in... Puppets. Ja. In einer Vielzahl. Kurz Munitionscheck. 10 von 15. Ah, da laden wir mal nach. So, irgendwo ist nämlich der Sentry. Ah, der geht gerade. Wunderhübsch. Ist egal. Gehen vorne auch in die Halle rein. Sentry läuft gerade weg. So. Ich loot erstmal hier drin. Eine Nadel. Ne. Premium.
mir Blut. Okay. Ein Skalpell, holla die Waldfee. Okay, bist du fertig? Ja, oder? Ja, bis auf die Müllsäcke. Ja, komm raus. Muss man uns ein bisschen beeilen, weil der Sentry umdreht. Einmal quer über den Splotz. Ah. Ah, hat uns. Oh ja, wahrscheinlich, weil ich laut gewesen bin. Ist egal. Okay, ich würde sagen... Hier steht ein Boot. Boot? Ah, komm. Ah, nee, warte mal, das ist zu risky. Vielleicht falle ich ins Wasser. Ich kenne mich. Vor das, allen Dingen das jetzt, riskiere ich nicht. Taschen, vor allen Dingen jetzt, wo die Taschen voll sind, weißt ja, du? Ja, ich könnte etwas schwer sein. Vor allen Dingen, du hast die große Weste an. Naja, ah, stimmt, aber ich gehe ohne. Game over. Game over. Ja. Aber ich würde mal sagen, das war mal lohnenswert. Das war lohnenswert. Können gleich mal gucken, dann was wir alles gelootet haben. Erhalten, Autokiste, verkaufen, Kiste. So. Verkaufen, verkaufen, behalten, verkaufen. Aswal, ja, machen wir es später. Claymore können wir verkaufen. Die drei Ferngläser. Ich habe so viel 22er und 45er ACP gefunden, ne? Das ist super. Diese 50, diese PMG-Munition, die ich dauernd finde, ist krass. Und hier habe ich gefunden. Was hast du gefunden? Die Sonnenbrille. Ach, die Sonnenbrille. Ach so. Ich habe eine MP5-Schiene gefunden. Das Geile ist, du kannst jetzt auf die MP5 dann ein Visier drauf packen. Wobei, was sind wir? 128 Modus. Rumpolomäßig hat sich das aber nicht so sehr gelohnt. Hast du noch eine MP5? So, dann nehmen wir doch mal hier Bestandsaufnahme. Ah ne, da ist es. Stimmt, ein Ding hat nur ein Magazin. Also, die Behaltenkiste war leer, oder? Ja. Ah, also, das kam in dem heutigen Stream rum. Hier unten fängt das militärische Zeug an. Ja. Ja, doch, die Behaltenkiste. Ja, die war komplett leer. Und die ist voll. Die Verkaufskiste war auch komplett leer. Ja, kann sich sehen lassen. Vor allen Dingen ist die Behaltenkiste deutlich voller wie die Verkaufskiste. Das stimmt, das ist eh gut. Wobei man hier auch nochmal aussortieren kann dann auch. Ich glaube, wir haben jetzt 4K AK-74 US. Alter. Davon brauchen wir auch nicht alle. Diese M1891 können wir auch eine wegschmeißen. Ich glaube, da haben wir sogar noch eine zu Hause liegen gehabt. Also, und das geilste, die Tarnjacke in Pink. Ja! Die mal 20.000 kostet. Hat sich gelohnt. So. Ich war gerade kurz Muni irgendwie stackt. Wo sind wir denn? 23.16 Uhr. Wollen wir zu 7 Days to Die wechseln? Ja, können wir machen. Dann machen wir aber schnell noch, damit wir hier auch wegkommen. Ach so, zumindest zum Motorrad zurück? Ja, auf jeden Fall zum Motorrad. Fahren wir noch zum Motorrad zurück. Ja, warte, ich muss eben kurz... Dass wir den Heimweg antreten können. Die gute 4K-AK, extra hoch aufgelöst. Ja. Oh, fuck. Gut, ich hab... Oh, ich hab die 9mm anstatt die 22er reingeschmissen. Aber schön, jetzt können wir auch mal die gesilenzte AK und alles testen. Ja, funktionieren auf jeden Fall. Wir hatten zwar auch ein paar Horden und so weiter, aber das liegt einfach daran, weil viel getriggert wird natürlich, weil wir auch viel... Wir haben auch sehr viele Puppets gekillt. Sehr, sehr viele. Ich war bei 110 Ruhmpunkten, 18 Ruhmpunkte gemacht, auch okay. Gut, Legolas mit 193 hole ich erstmal nicht mehr ein. Mann, die hat auch 64. Guck mal, ja. ein Ruhmpunkt mehr und du konntest, glaube ich, die Pfeile kaufen. Waren das nicht 75? Nee, 65, glaube ich. Okay. 75 war für die Silencer. Für M9.
Ach, okay, ich habe irgendwo die 9mm reingeschmissen. Ist egal. Wir müssen eh aussortieren, Mann. Steigen ist er un. Ja. Gute Nacht, Michi. Gute Nacht. Und schönes Wochenende. Erfolgreich eingeläutet. Ja. Also war jetzt gut. Keiner von uns ist gestorben. Massenweise Loot mitgenommen. Die schwersten Punkte mit gelootet, die es gibt. Ja. Und vor allem schlecht. Einige Horden doch gehabt. Aber die Silencer haben echt gut geholfen. Ja. Also es wäre vor dem Patch weit, weit, weit schlimmer gewesen. Jo. Auf jeden Fall. So, ich park mal hier.